Durch vorige Tutorials wissen wir, dass man mit elektrischem Strom Magnetismus erzeugen kann. Aber geht das auch andersherum? Das heißt, kann man mit einem Magneten elektrischen Strom erzeugen? In dieser Animation sehen wir eine Glühbirne, die mit einer Spule verbunden ist. Aber hier ist keine Stromquelle. Wir werden jetzt diesen Stabmagneten bewegen und beobachten. Anscheinend durch die Bewegung dieses Magneten gegenüber der Spule fließt in dieser Spule ein elektrischer Strom. Wir schalten einen Spannungsmesser hinzu. Dieses Gerät misst lediglich eine eventuelle vorhandene Spannung. Es erzeugt aber keinen Strom. Wir beobachten die Ablenkung der Nadel von diesem Spannungsmesser. Ich drehe den Magneten um. Nach 9 Jahren Forschungen entdeckte Faraday die Antwort auf diese Frage und legte diese Antwort im Faradayschen Gesetz fest. Das Gesetz von Faraday besagt, ändert man den magnetischen Fluss Phi in einer Leiterschleife oder in einer Spule, so fließt während der Dauer Delta T dieser Variation in der Schleife oder in der Spule ein elektrischer Strom. Es fließt ein Induktionsstrom. Aus vorigen Tutorials wissen wir, dass man den magnetischen Fluss Phi in einer Schleife berechnet durch B mal A mal Cosinus von Theta. Und demzufolge kann man den magnetischen Fluss Phi variieren, indem man B, A und oder Theta verändert. Wir haben hier eine Leiterschleife in diesem Magnetfeld B. Wenn wir diesem Magneten ein Neodymmagnet hinzufügen, dann können wir so dieses Magnetfeld verstärken. Somit hat die magnetische Feldstärke B geändert, also auch der magnetische Fluss Phi in dieser Leiterschleife. Wir können aber auch den magnetischen Fluss in dieser Leiterschleife ändern, indem wir den Flächeninhalt der Schleife ändern. So können wir den Flächeninhalt der Schleife ändern und demzufolge ändert so auch der magnetische Fluss. Wir können aber auch den magnetischen Fluss in einer Leiterschleife verändern, indem wir den Winkel Theta verändern. Das heißt, indem wir die Leiterschleife im Magnetfeld drehen. Und so ändert auch der magnetische Fluss in dieser Leiterschleife. Dieses Gesetz von Faraday war eine sehr wichtige Entdeckung, denn so kann man mechanische Energie in elektrische Energie umwandeln. Wir schauen das hier in der Animation. Die Potentialenergie des Wassers verwandelt sich in kinetischer Energie von diesem Magneten und durch diese Rotation wird in dieser Spule der magnetische Fluss ständig verändert. Demzufolge fließt in dieser Spule ein elektrischer Strom, der Induktionsstrom.